Tafadla. Nein. Wenn man zum Beispiel eine Hochzeit macht, wie ist das? Darf man dann eine Halle mieten, wo dann Frauen und Männer getrennt sind? Ist das erlaubt oder nicht? Darf man eine Halle mieten, wo Frauen und Männer getrennt sind? Schaut mal, liebe Geschwister, man muss nicht die Hochzeit in der Moschee machen. Es ist uns nicht verpflichtet worden, dass wir die Hochzeit in der Moschee machen. Du kannst auch in einem Saal die Hochzeit machen. Nur, du musst auf bestimmte Bedingungen achten. Kein Ibu-Chibu-Musik. Sujuk Tarkan, oder wie der heißt. Diese Sachen sind tabu. Nummer eins. Nummer zwei, worauf man achtet bei den Frauen, dass sie ebenfalls keine Musik spielen. Das geht ganz schnell bei Frauen. Sie haben immer den Drang zu tanzen. Ich weiß auch nicht warum. Sie sind wahrscheinlich im Haushalt nicht so ausgelassen. So, dann achtet man darauf, dass das auch gesichert wird, dass nicht die Männer zu den Frauen hereinkommen. Und heutzutage ist das ja normal, also normal geworden. Das hat aber nichts mit Religion zu tun. Der Mann muss in den Saal der Frau reingehen, kennt ihr das? Und ihr den Ring anstecken. Und dann wundert sie sich, dass er eine andere heiratet, wenn er viel schönere als sie sieht. Dann sagt er, warum noch die? Hier sind viel mehr andere da. Diese Sachen sind unislamisch und dürfen nicht gemacht werden. Muss eine Trennwand sein oder halt? Auf jeden Fall, es muss gesichert werden, dass sie nicht aus Versehen ins falsche Zimmer geht. Und bei den Frauen das nicht aufgenommen wird, weil viele Schwestern sind da drin unbedeckt, nicht ausreichend bedeckt. Und die Besten sind ja die, kennt ihr die? Die sagen, die Hochzeit ist getrennt. Dann nimmt sie das auf und zeigt das ihrem Mann. Mal schauen, da haben wir den Sinn erfasst. Ja? Zeigt sie das ihrem Mann. Deswegen, wenn man auf diese Sachen achtet und über die anderen Sachen brauche ich nicht zu reden, Alkohol und so weiter und so fort, dann bi'idhnillah ta'ala ist das kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Tfadl.